Ich betreibe den Unify-Hub, eine kleine Firma für Softwareentwicklung für Krankenhäuser. Heidenburg-Krankenhaus-Sorgungsrunde. Da kenne ich die Stadt nur von der Hinleitung ins Krankenhaus. Und ich stelle vor der Frage, ich benutze hier soziale Ressourcen in Unify-Hub, wo ich das nur noch 93 hingezogen bin. Was gebe ich eigentlich dieser Stadt zurück? So, das war so mein Ansatzpunkt eigentlich. Ich habe mich vergraben, ich kannte eigentlich niemanden in dieser Stadt. Wie groß ist Heidenburg in der Einwohnerzahl? 30.000. 30.000, ja. Mittlerweile ist ungefähr halb so groß. Und inzwischen, über den Schumacher kenne ich sehr viele Leute mittlerweile. Und das heißt, dieser Effekt, dass ein Näherrücken der Menschen in einer Stadt durch Regionalgeld eintritt, den habe ich selber ganz persönlich erlebt in den letzten Jahren. Ja, wir haben auch mit Kennedy-Buch angefangen. Wir haben eine kleine Gruppe gehabt mit Weiler, die sich mit dem Thema Geld angefangen hat auseinanderzusetzen, so 2002, 2003 und dann regelmäßig sich getroffen hat und irgendwann lief das tot. Nicht? Erst waren wir so ein ganz kleiner Kreis, dann waren wir auch ein bisschen größerer Kreis und dann wurde das wieder kleiner, weil man sich sagte, ja, wir können noch ein Jahr lang sicherlich reden und uns schlaue Redner einladen. Aber irgendwann entsteht dann wieder ein Gefühl, dass man doch nicht sein kann, wenn man immer nur über eine Sache redet. Und dann war ich einer der Leute aus der Fraktion, die da gesagt haben, warum die müssen ja noch was tun. Was wollen wir überhaupt? Das ist ja die erste Frage, die man sich stellen muss, wenn man ein Regionalgeld einführen möchte in einer Stadt. Was wollen wir überhaupt? Dazu haben wir uns damals 2004 oder 2005 fast einen wirklich professionellen Moderator, der sowas kann, eingeladen. Das ist ein Institut für Lehrerbildung arbeitet, der einfach mal mit uns ein Wochenende lang sich hingesetzt hat und überlegt hat, was wollen wir überhaupt? Und wenn wir etwas wollen, können wir es in eine reale Vision umsetzen, also die eine Realisierungschance hat. Also wir wollen nicht den Euro abschaffen, das war so ein Ergebnis natürlich dieser Diskussion, sondern wir wollen ihn ergänzen an den Stellen, wo der Euro Mängel hat. Und die Mängel hat der Norbert ja schon ausführlich geredet, da müssen wir jetzt nicht näher mehr darauf eingehen, denn wir wollen also eine Regionalwährung, die in der Region bleibt, die sich nicht horten lässt, wo also diese Exponentialkurve und die in eine natürliche Wachstumsform geführt wird. Und wir möchten regionale Wirtschaft unterstützen, wir möchten regionale Kultur unterstützen, wir möchten Arbeitsplätze halten oder sogar schaffen. Die Region, in der man so etwas macht, darf nicht zu groß sein, aber auch nicht zu klein. Man möchte auf der einen Seite natürlich genügend regionale Produzenten mit ins Boot holen, die Vielfalt der Anbieter, die Vielfalt der Menschen, die es benutzen, muss natürlich gepflegt sein. Andererseits, wenn wir wieder die Region zu groß fassen, dann verpufft auch dieser Regionalbildungseffekt natürlich. Deswegen haben wir gesagt, Namensfindung war natürlich auch dabei in diesem Brainstorming Wochenende, nennen wir es mal, dass wir gesagt haben, wir wollen dem Kind ja auch einen Namen geben und dann kamen wir auf den Namen Schumacher, was wir gesagt haben, wir machen also ein Regelgeld entlang des Flusses Schopau von Waldheim, der fließt dann irgendwo in die Mulde, in Schopau, den Lauf der Schopau hoch, immer mit weiter, Frankenberg für Augustusburg. Wir sind auch im Gespräch mit Schopau, was natürlich nahe liegt beim Schopautaler. Das ist so das Verbreitungsgebiet. Man sieht, der Rand ist ein bisschen durchlässig, es gibt also auch zwei Akzeptanzstellen in Dresden, aber so wie wir es vorhin schon gehört haben, je weiter man wegkommt vom Kern, desto schwieriger wird es natürlich regional auszugeben und das soll ja auch genauso sein. Ja, mal ganz konkret, wie sieht so ein Umlauf bei uns aus? Wir haben also einen Kunden, nehmen wir mal an, das ist der Lars Müller, der spielt gerne in seiner Freizeit Fußball im SV Germania Mittweida und hat selber auch nicht viel Geld und möchte auch seinen Verein schon irgendwie unterstützen. Und da kann er jetzt ganz einfach zur Volksbank zum Beispiel gehen mit Mittweida. Wir haben so das große Glück, kann man sagen, weil es den Anfangsstart sehr erleichtert, dass wir die regionalen Banken mit ins Boot geholt haben. Das lief so, dass ich also erst ein Gespräch gesucht habe mit der Volksbank und habe natürlich oben angefangen mit dem Vorstandsvorsitzenden. Ja, sagt er, ja, das unterhalten Sie sich mal mit dem, der geht tiefer. Und so bin ich auf einen sehr aufgeschlossenen Menschen gestoßen, der gesagt hat, ja, warum nicht, machen wir.
Wir weichen mal aus. Wie groß ist der Aufwand für uns? Was haben wir davon? Das haben wir geklärt. Also haben wir davon, dass praktisch die Leute ja rein müssen in die Bank, um die Schubach aufzuholen. Vielleicht können sie aber noch andere Finanzprodukte denn verkaufen. Und ansonsten haben sie nichts davon finanziell irgendwie. Im Gegenteil, sie mussten ihre Leute schulen. Und man kann eben dort an der Kasse, wo man sonst normalerweise seine Überweisungsschein abgibt, kann man sich Schubach aber holen. Der Weg ist ungefähr genauso weit wie zum Geldautomaten und es geht auch nicht so schnell. Wo man keine nachsehen. Dort kann sich also der Herr dann nur Schubachfahrer holen, und zwar 1 zu 1 sind Euro. Das heißt, es gibt dann zum Beispiel 100 Euro hin und bekommt dafür 100 Schubachfahrer. Da hat also keine Lust mit irgendeiner Form dabei. Aber sein Escortomania bekommt in dem Augenblick, wo er das tut, 5% der Summe. Das heißt, ja, wir drucken Geld. Nicht? Für 100 Euro gehen wir 105 Schubachfahrer aus. Irgendwie müssen wir das natürlich wieder lösen. Das sollte man wahrscheinlich sogar mal die Waffe vorstellen haben, obwohl die noch ein Problem hat. Der Herr Urbein ist jetzt zum Beispiel ins PST gegeben. Das ist ein gutes Beispiel, weil der Herr Vogt, der im PST betreibt, ist auf dem Bild drauf, der Urbein-Käse. Und 2007, als wir angefangen haben, konnte ich schätzen, war 80% seines Sortiments aus Frankreich. Inzwischen auch nur Raum geschätzt worden, dass 80% seines Sortiments aus unserer Nachbarschaft. Das hat also noch ein ganz erheblich persönlich Einflussprozess durchgemacht. Dort kann natürlich der Händler jetzt zum Beispiel eben schöne Käse kaufen für Schubacher. Der Herr Hof wird natürlich, wie wir vorhin schon gehört haben, versuchen, wo bekomme ich jetzt meine Käse her? Und dann stellt man fest, in Frankreich hat keine Schubacher nicht los. Also schaut mal, gibt es nicht in der Region hier regionale Erzeugung? Gibt es tatsächlich, wir haben in ganz Nähe eine Agrarwissenschaft, mit der haben wir auch geredet, die sind jetzt auch mit dem Boot, die beziehen wiederum die Produkte, die sie anbieten, die haben auch so kleine Vorfahrten, wo man fast alles kaufen kann für Schubacher, die beziehen aber auch wieder ihren Käse, Büffelfleisch und so weiter, was sie alles vermarkten von den Bauern der Region oder die Mitglieder dieser Agrarwissenschaft sind. Das funktioniert das Ganze normal. Das heißt, genau das beabsichtigt im Regal, dass wenn sie sich reichen will, und der Schubacher dann möglichst lange dort im Umlauf leihen. Wir begrenzen diesen Umlauf natürlich ein bisschen günstig. Ich gehe mal, ich kann Ihnen trauen, ich gehe mal die Nummer um. Wenn Sie das schauen, steht auf der Rückseite drauf, dieser Schein ist nur gültig bis Ende Januar 2009. Den können Sie auch nicht mehr einkaufen. Warum macht man sowas? Dann erzähle ich nachher noch ein bisschen was dazu. Das heißt, dieser Kreislauf muss irgendwann ein Ende finden. Und den letzten meistens sozusagen die Runde, denn wenn er es zurücktauscht in Euro, bekommt er für die 100 Schubachfahrer nur 95 Euro zurück. Und da schließt sich der Kreis ein bisschen, wenn die 5 geblieben sind, die der Schubachverein tatsächlich bekommen hat. Ganz so tragisch ist es für den Unternehmer auch nicht. Da könnte er sagen, da habe ich 5% Verlust. Das stimmt auch nicht, denn der Schubachfahrer in dem Vierteljahr, die erhöht ist, hier 10-mal im Preis gelaufen ist, das heißt, er ist aber 10-mal in den Daten, die in den Buch zum Beispiel gegangen, und er tauscht uns plus zurück, dann hat er ja nur 0,5% raus. Und das ist ein Punkt, der noch ganz schwer in der Hände begreifen kann. Ich verstehe die Mathematik nicht so gut wie ich. Aber es ist irgendwann begreifend dann, und das Erstaunliche ist, dass von den ungefähr 120, 130, damit ich erzählt, Unternehmen, die mitmachen, im Moment beim Schubachfahrer, kein einziger sich darüber beschwert, dass er demnächst Verluste machen würde. Er bringt auch noch einen realen Gegenwert, das ist tatsächlich so leichter dafür. Sondern lediglich die Leute, die noch nicht mitmachen, sagen, dass sie nicht produzieren oder einen Verlust, was er nicht alles wüsste. Also wer etwas nicht will, findet Gründe, wer etwas will, findet nichts. Die Regel, also nochmal kurz zusammengefasst, wer 1 zu 1 Euro, natürlich ist jeder schon mal auch nicht real durch Euro weg, das heißt, es gibt ein Bankkonto bei der Volksbank, das ist auch Sparkasse, denn Volksbank und Sparkasse mit einem regionalen Banken sind ja immer so ein bisschen wie Tom und Jerry. Das heißt, die Volksbank hat angefangen, nichts zu machen, dann ist der Schäler, kriegt den Anruf von der Sparkasse, die wollen auch mitmachen, wie geht das? Das ist zwischen jetzt zwei, dass die regionalen Banken mitmachen. Ja. Und dort gibt es eben ein Bankkonto, und die Reise, wo genauso viele Euros liegen, die im Moment schon auf der Umlauf sind. 5% bekommen ein Verein bei Umtausch und Schubachfahrer. Das kann man sich so vorstellen, die ist mit dem Haus auf dem Tisch. Es gibt also eine Liste der Bank, wo die ganzen Förderprojekte, jedes
soziale Projekte, Kindergarten und so weiter, können sich sogar anmelden kostenlos, um Unterstützung bitten, und dann ihre Mitglieder motivieren, auch kräftig einzukaufen mit Jobvertrauen. Und bei der Bank gibt es eine Liste, die sind als durchnummerierten Verein und sagen, der Kunde, ich möchte das Projekt weiter unterstützen. Und dann kommt das Projekt Nummer 3, was dann zum Beispiel ein Sportverein wäre, 5% der Tauschstimme eingetragen in diese Kassenblatt, was von der Bank belegt. Und wir brauchen diese Kassenblatt ab, und dann kommt er auch 10 Mal wieder weg, dass sein Guthaben sozusagen in das Stück gestiegen ist. Und wenn er über Weihnachten ist und wir Weihnachtsfeier haben wollen, dann kommt sie zu uns und holt sich die Schubertrauen und kommt die schön feiern können. Sonst hätten wir das selber bezahlen müssen und nicht hätten wir können. Ja. 5% über die Vereine. Ja, warum macht man auf der Rückseite dieses Ablaufdatum? Das hat einfach den Effekt, wenn Sie Euros und Schubertrauen im Portemonnaie haben, wenn Sie sich das vorstellen. Und auf dem einen davon steht ein Ablaufdatum drauf. Welchen geben Sie sich das raus? Ganz klar. Ne? Das heißt, die Schubertrauen sollen nicht im Portemonnaie verhungern, sondern sollen möglichst schnell weitergegeben werden. Genau das passiert dadurch, dass das hinten ein Datum drauf steht. Das heißt, ich möchte nur schnell sehen, dass ich den Schein loskriege, ich vergesse, dass ich im Portemonnaie habe. Es ist ja nicht so, dass der ungültig war. Also es stimmt nicht ganz, dass wir den Schein nicht anfangen können, wenn ich jetzt rumfällt, aber auch nicht zurückbekomme, denn ich kann mit diesem Schein einfach zur Bank gehen mittlerweile und kann sagen, ja, ich habe hier einen ungültigen Schein und dann rechnet die Bank aus, wie viele Quartale der bereits nicht mehr gültig ist. Also wir haben einen neuen Schein drauf, das kann man ausrechnen, also ich habe so 6 Quartale. Und dann wird ausgerechnet pro Quartal 2% des Scheinwertes. Und das bezahle ich dann in Höhe und kriege die neuen Scheine, wenn der wieder durch ist. Ist also auch nicht so dramatisch. Wenn man einen Schubertrauerschein gerade abgelaufen ist, bezahle ich 2 Cent und kriege ich wieder einen Schubertrauerschein. Beim Rücktausch, wir nennen das Regionalbeitrag oder Werbekosten oder wie auch immer, werden dem Unternehmer ja 5% abgezogen. Dafür kommt er auch von uns auf der Rückseite der Scheine seinen Namen drauf. Ne? Also wir haben zum Beispiel das Schuheck, die Frau Krebs, die Mittelschneider. Ja, jedes Unternehmen liefert uns so eine Werbegrafik, wenn es anfängt. Und immer wenn das Unternehmen 50 Schubertrauer zu uns zurückbringt, oder 50 wieder voll hat, das zurückgebracht hat, 1 Euro, also sprich 2,50 Euro Gebühren bezahlt hat, die abgezogen worden sind, dann bekommt es einen ganzen Bruchbogen mit seinem Werbeprodukt. Also 10 Schubertrauer Scheine, das Bruchbogen, das spielt nicht groß. Das sind also 2 30er, 5er, 10er, 2 3er und 4 1er drauf. So kann man so praktisch durch den Drucker, die Rückseite ist hier näher, da kommt dann die Werbung von den Leben drauf, wo man schon mal gedruckt wird. Das ist alles dann wohl gut mit den neuen Erfahrungen. Da sehe ich ja auch schon so ein paar, erkläre ich einfach ein paar besondere Druckmerkmale drauf aus so einem Druckbogen. Und das ist ja grundsätzlich die Rechnung nicht schwer. Die kommen für die 2,50 Euro 10 Geldscheine, die wirklich an Urlaub sind, mit ihrer Werbung gedruckt. So, Geld, wo Werbung drauf ist, schmeißt keiner weg. Wir geben das zur Zeit, die nur einen Tag wieder trägt. Und für eine Zeit, für eine Zeit, kannst du auch den Spiegel schon mal drauf drücken lassen. Das ist also eine viel effizientere und wirksamere Werbung, als man mit der Zeitanzeige erreicht. Und das haben die Unternehmen auch begriffen. Ja, was sind die Vorteile jetzt? Ich meine, nach den einzelnen Gruppen. Die Kunden haben also keinen Fluss. Unterstützen ganz allgemein durch die regionale Vielfalt, indem sie mit Schubertrauer einkaufen gehen und konkret auch die regionalen Produkte geben. Und sie können selbst bestimmen, wen sie dann unterstützen möchten. Und ich mache das dann in unserer Größenordnung meistens so: Alle, die nicht irgendein Projekt haben oder einen Verein oder irgendwas, was ihnen am Herzen liegt, soll man die Hand heben. Ne? Da meldet sich keiner. Dann wird man wahrscheinlich genauso sein. Das heißt, man hat irgendetwas immer, wo man sein Herz dran hängt. Das ist also dabei, mit meiner sind 3 Kindergärten dabei. Der Orgelverein, der die Orgel restaurieren möchte, Sportvereine sind mit drin. Also man findet eigentlich für jeden Geschmack was. Und wenn ein Projekt, wenn jemand sagt, ich habe aber hier ein Projekt, was noch nicht auf der Liste steht, ja, dann füllt man einen kleinen Zettel aus, dann ist auch draußen damit, schickt uns den Superfax und am nächsten Tag steht sein Projekt auf der Internetseite und kann unterstützt werden. Also das ist dann auch kein Problem. Allerdings muss er natürlich noch was dafür tun, dass ich dort auch was ansage. Ne? Und solange er nur den Antrag ausfüllt, steht dort natürlich noch eine dicke Null im Internet als Guthaben. Der Verein muss natürlich dann auch seine Mitglieder vorzugsweise motivieren, kräftig immer mit Schubertrauer einkaufen zu gehen. Und das machen ganz schön viele Kunden inzwischen, dass sie sich eben überlegen, was kann ich
ich möchte mir das und das anschaffen. Also der Trend ging auch jetzt in den letzten Jahren dazu, dass es gerade bei größeren Anschaffungen so ist, dass die aktiven Vereinsmitglieder fragen, bekomme ich das, was ich mir jetzt kaufe, zum Beispiel den Kühlschrank, bekomme ich den Kühlschrank auch hier in der Region? Ja, es gibt einen Elektriker, der mitmacht. Gut, kein Problem. Also gehe ich zur Bank, tausche die 400 oder 500 Euro den Schubbacher um, kaufe damit den Kühlschrank und schon hat in dem Fall bei 500 Euro, das hat 25 Schuhportaler der Verein Guthaben bekommen. Schuhportaler deshalb, das ist 2,17 Euro, aber der Verein soll natürlich das, was er kauft, auch wieder regional kaufen. Das heißt, er hat Fußbälle nicht in der Metro holen, sondern bei einem regionalen Sportgeschäft. Ne? Und deswegen bekommt der Verein dieses Guthaben natürlich nicht in Euro, sondern Schuhportaler. So, also für den Kunden hat es Vorteile, natürlich nicht individuelle Vorteile. Das ist der Unterschied zur Kundenrabattkarte, die fast jedes Geschäft hat. Wir erreichen damit, und da muss ich drüber sprechen, vorhin kam das mal hier, dass man sich wünscht, dass 20% oder 30% der Leute das gut finden, das ist Illusion. Aber wenn Sie rechnen, Sie haben hier in Altenburg 30.000 Leute, und 1% davon wären schon 300. Wenn Sie 1% erreichen, 300 Leute regelmäßig mit dem Altenburger, wie er immer heißen wird, einkaufen gehen, dann haben Sie gewonnen hier in der Region. Wir wären froh, wenn 300 Leute regelmäßig mit dem Schulmacher einkaufen gehen würden. Ne? Also, man sollte sich davon verabschieden, dass man 95% der Leute erreichen kann. 95% der Leute schreien geizig geil. Und die erreichen sie nicht damit. Wenn sie 5% erreichen, ist es eine super Sache. Und dann erreichen sie irgendwann auch die anderen 95%, wenn nicht der Gebäude gekommen ist. Ne? Und damit ergibt es doch eine tolle Sache aus. Aber man erreicht nicht 20% oder 30% der Leute. Vereine ist ganz klar ein Vorteil. Sie sollten ihre Mitglieder motivieren, mit Schuhmacher einkaufen zu gehen. Und sich davon ihre Weihnachtsfeier zu machen. Ohne dass es irgendjemandem sonst irgendwas kostet. Und was wir zusätzlich gemacht haben, weil wir in der glücklichen Lage sind, dass beim Schuhmacherladen auch ein paar Unternehmen mitmachen, so wie meins, denen es wirtschaftlich nicht besonders schlecht geht, gut kann man heute kann man sagen, aber nicht besonders schlecht geht, weil sind die auch ein kleines bisschen Sponsoring machen für den Schuhmacher, können wir auch am Jahresende über so einen Vereinswettbewerb die aktivsten Vereine mit einer Prämie im Schuhportaler nochmal auszeichnen. Das heißt so, wie sagt die Bibel, wer hat dir Gott gegeben? So in dem Sinne so, die Aktivsten bekommen also noch was oben drauf. Ne? Und dann setzt du kurz vor Jahresende so einen Publizierterin, die guten Tag haben wir schon, und setzt so einen Wettbewerb nochmal ein, der das Ganze natürlich noch ein bisschen befördert, unter den ersten 10 Vereine zu sein. Für die Unternehmer die Vorteile, habe ich auch schon das meiste gesagt, ist natürlich ein Kundenbindungsmittel, was universell ist, als eine persönliche Gutscheine oder eine Rabattkarte, die nur bei meinem Unternehmen gilt. Denn wenn Sie 120 Geschäfte haben, wo man diese Schuhmacher-Gutscheine ausgeben kann, ist einfach das auch attraktiver, zum Beispiel jemandem zur Geburtstag ein paar Schuhmacher zu schenken, weil man ihn damit nicht einschränkt und dann einmal hingeht. Und dass Sie attraktive Produkte haben als Unternehmer, das müssen Sie natürlich selber sehen, was man mit den Schuhmacher und ihr Geschäft. Ja, Untersteigerung ist es, das stellen wir auch ganz konkret fest, also gerade so Elektrogeschäfte und sowas oder CDs ist ein typisches Beispiel. Wir haben einen Expert-Probe, also so ein Elektro-Elektronik-Geschäft, den wir als Schuhmacher nennen. Ne? Und es ist ja sehr verbreitet, es ist eine Studentenstadt, eine Hochschule. Normalerweise stellen sich die Leute, wenn sie CD-Rollen brauchen, zum Beispiel, wenn es so warm ist, täglich Bedarf für Elektronikstudenten. Bestellen, machen 3 Klicks im Internet und dann kriegen sie die Freihaus geliefert. Ne? Wenn sie aber bei der Idee des Schuhmachers begeistert sind, dann gehen sie eben jetzt in diesen Energieladen, kaufen sich die CD-Rohlinge dort. Die kommen zwar trotzdem als Japan. Ne? Das ist ganz klar. Das heißt, die Transportwege haben dort nicht wirklich verkürzt. Aber das Geschäft hat mehr Umsatz gemacht dort, den es sonst nicht gemacht hätte. Deswegen macht sie mich mit, aus diesem Grunde. Und sagt ihm ja, genau. Deswegen mache ich mit, ich ziehe praktisch Umsatz zusätzlich ein Geschäft. Und das ist auch deutlich inzwischen spürbar bei einigen Geschäften. Es ist kostenlose Werbung natürlich für die Geschäfte, einmal ganz konkret auf der Rückseite der Schuhmacher und auch über die Listen, die man im Internet auch öffentlich so verteilen. Wir haben auf Stadtfesten haben wir Stand, über die Listen der Unternehmen verteilen, die wir machen. Also sie haben eine ganze Menge an kostenlose Werbung, haben 0 Klicks Kosten, das ist ein Unterschied zum Chiemgauer, das haben wir lange überlegt. Wenn man jetzt sagt, die Händler, die mitmachen wollen, beim Chiemgauer ist es dann die mittlerweile 120 Euro im Jahr, was die bezahlen müssen, um mitmachen zu dürfen. So attraktiv ist der Kinder auch in der Region. Aber ich glaube nicht, dass man Altenburg oder Mittweiler damit erfolgt hätte.
bessere Zahlungsbereitschaft rein, nämlich dadurch, dass auch die entscheidenden Ablaufdaten drauf sind. Und es ist also schon vorgekommen, dass jemand zum Beispiel, das war es gewesen, ich glaube, irgendwie eine größere Menge Lampen gekauft hat, einen Elektroladen. Und die Verkäuferin hatte die Lampen gerade nicht da, die muss ich bestellen. Da fragt er, kann ich sie trotzdem schon bezahlen? Weil das Geld läuft immer morgen ab, was ich habe. Das heißt, also, man erreicht wirklich teilweise, dass die Leute schon in eine Richtung bezahlen. Für die Kommunen ist es natürlich auch, ja, aber für die Region, das wünsche ich mir natürlich auch, dass Heidelberg dann damit gut sich auch bekannt machen kann. Und wir haben hier auch unser eigenes Geld. Regionale Vereinsförderung ist also so, wie ich weiter habe, ein Tag im Jahr von rund 2000 Euro, was für alle Vereine der Stadt ausreichen muss, als Vereinsförderung so, dass sie mal so ausgehen können. Ne? Die Zahl von Schoko auch sehen Sie gleich, merken Sie mal die 2000 Euro. So. Attraktivität der Innenstadt ist ganz klar, je mehr Geschäfte zumachen in der Innenstadt, desto unattraktiver wird das Ganze. Das heißt, da ist die Kommune natürlich auch daran interessiert. Und wir haben auch wirklich einen Bürgermeister, der zwar jetzt, sagen wir mal, es noch nicht geschafft hat, sich dazu durchzuringen, dass die Stadt zum Beispiel die Gewerbesteuer und den Jobber übernimmt, aber er sieht die ganze Sache schon positiv. Für die Umweltaspekte muss ich jetzt nicht groß noch sagen, das hat er noch schon ausführlich. Genau diese Dinge ausgeführt. So, die Motive auf den Schein haben wir einfach aus der Region genommen. Es gibt eine Besonderheit, es gibt zwei verschiedene Motive auf den einen Schuhkartonschein, am südlichen Ende die Augustusburg, am nördlichen von Waldheim-Motive. Die Motive sind aus dem Fotowettbewerb entstanden, als wir angefangen haben, um auch eben die Leute ein bisschen damit bekannt zu machen. Nicht? Also das ist auch ein Effekt, den wir erreicht haben auf dem Dreier des Heimlichen drauf, den können wir auch Fragen werden, das sehen wir mit weiter. Das sind verfremdete Fotos von einem Fotowettbewerb, den wir gemacht haben damals. Und inzwischen ist es tatsächlich so, können Sie ausprobieren, wenn Sie mal mit weiter sind, sprechen Sie auf der Straße eine beliebige Person an, fragen Sie, ob die Person was mit weiter ist, und dann fragen Sie, ob die schon mal was von Schuhmacher gehört hat. Und ich garantiere Ihnen, dass die Person ja sagen wird. Und da sind wir stolz drauf. Das erreicht haben. Der 30er ist dann hier die Burgriedstein, als bekanntestes Bauwerk dieser Region, die sich im Wasser der Schuppach spiegelt, ne? Deswegen steht die auch drauf. So als Regionsicherungsaktiv. Dieser Umlaufpunkt ist eigentlich schon gesagt, Ablaufdatum, wenn es das Geld wollt. Sicherheit wird immer gefragt, ne? Und dann, wenn man darüber hindert, ist ja ein bisschen sicher, kann es denn gefälscht werden, wenn es jemand von Papier erlegt. Sie haben es ja schon gesehen, es gibt also insgesamt eine Sicherheitsmerkmal im Schuppertaler. Und es ist auch, glaube ich, meines Wissens noch nie vorgekommen bei einem oder vielen Regionalwerken weltweit, dass jemand wirklich ernsthaft versucht hat, das zu fälschen, weil es einfach nicht attraktiv ist. Es ist viel attraktiver, Euros zu fälschen, schwerer ist es nicht wirklich. Der Schuppertaler hat also ungefähr den Sicherheitsstandard, oder fast den Sicherheitsstandard, den er Euro hat. Es gibt eine Prägung, es gibt eine Mikrografik, es gibt spezielles Papier, spezielle Farben, die sich nicht kopieren lassen, mit dem Kopierer. Und so weiter. Seriennummern, Ablaufdaten, das sind alles Sicherheitsmerkmale, die sind recht groß. Bei einer regionalen Vorgänge. Sehr aufwendig Verfahren. Das war das ganze Druck mit 10 Uhr vorgegeben. Aber das ist natürlich gut. Ja. Das kann man sich auch nicht mehr machen. Ja. Die müssen halt sehen, dass wir hier sehen, was nicht in den Schaltplan kommt und was auch mal die ganze Eigenschaft so hat. Das geht alles. Ja, die deutschsprachige Raupenkarte haben wir schon gesehen, kann ich nur weggehen. Gibt es also jede Menge Initiativen, die loslegen wollen, so viel wie Sie vielleicht auch irgendwann und einige, die auch angefangen haben. Ja, die Karte, also diese Liste ist, glaube ich, nicht ganz vom letzten Jahr, und das ändert sich immer mal. Auf der Regio-Gate-Seite ist die Liste aktuell. Die Grünen sind gestartet, ja. Und die Gelben würden sich wünschen, dass es bald losgeht. Wir haben schon gemerkt, dass das Interesse im Rahmen dieser Finanzkrise erheblich gestiegen ist. Also es kam fast täglich teilweise Anrufe mit und wir bitten, wir müssten also schon sehr sortieren. Inzwischen hat sich das wieder beruhigt, weil alle denken, es wäre vorbei. Also ich bin auch nicht so ganz gegeben. Ja, hier einmal die Probe, wie sich das entwickelt hat seit August 2007 bis jetzt. Man sieht also, es ist keine exponentielle Kurve. Insgesamt sind also schon über eine Viertelmillion Schuppertaler in Umlauf gebracht worden. Ne? Das ist praktisch die insgesamt ausgegebenen Schuppertaler. Also man sieht, es ist relativ konstant, was wir jeden Monat in Umlauf bringen. Sprich, also auch für die
Stabilität der Benutzung des Schubbachers. Das Grüne hier sind, ist die aktuelle Umlaufmenge. Unterliegt also nur relativ geringe Spannung, liegt immer so zwischen, am Anfang war es ein bisschen niedriger, inzwischen ist es der Durchschnitt etwas höher, inzwischen so zwischen 22.000 und 30.000 Euro etwa so. Oder Schubbachern liegt die jetzt im Moment immer so. Und wenn man bedenkt, dass natürlich, das ist das, was aktuell gerade unterwegs ist, also sprich die Kontostände dieser Rücklagenkonten sind das. Und wenn man bedenkt, dass die ja weitergegeben werden, also Umsatz auch aktuell, kann man sagen, dass diese insgesamt 250.000 oder 270.000 Schubbachern, die bisher ausgegeben worden sind, also bestimmt schon über 1 Million Umsatz generiert haben in der Region. Das ist jetzt natürlich verglichen mit der gesamten regionalen Wirtschaftsleistung sicherlich finanzieller, kann man sagen würde. Aber man kann nicht sagen, es ist völlig vernachlässigbar. Und es ist ja praktisch punktuell auf einzelne Unternehmen verteilt, dass dieses Geld oder dieser Umsatzgewinn, der dadurch gekommen ist, ist es für die Einzelnen schon wieder spürbar. Natürlich nicht für die gesamte Region, die wir so lange haben. Ja, das war, was ich noch zeigen wollte. Ne? Das war ein Artikel aus der Waldheimer Zeitung, die machen ja auch mit. Ne? Die haben immerhin 7.000 Euro Vereinsetat. Und jetzt schauen wir mal als Vergleich an die Zahlen von Schubbachern. Wir haben also jetzt 8 Ausgabenstellen in der Region, wo man schon von dort kommen kann. Das sind Banken und Postagenturen. 43 Vereine und andere Projekte lassen sich da unterstützen. Das ist also jetzt nicht wie das Finanzamt, das wir die Gemeinnützigkeit prüfen, sondern alles, was der Region nützt, also auch Kindergarten oder was kann sich bei uns anmelden als Projekt. Wir haben ungefähr 130 Akzeptanzstellen im Moment. Es fallen immer mal wieder irgendwelche weg durch Geschäftsschließungen und so weiter. Das ist noch das ganze Anfang, weil es mal einmal ausgestiegen war, keine Lust mehr hat, aber ansonsten sind alle drei gegeben, die gesagt haben, wir machen mit, haben schon vertraut. Nur eben durch Geschäftsschließungen, das ist aber immer wieder weit mehr als ausgewiesen worden durch neue, die machen so, dass eigentlich die 120 eigentlich jetzt auf einem ganz guten Stand sind. Ausgegeben haben wir schon 68.000 jetzt und davon sind heute gerade 26.797 Umlauf. Und an die Vereine sind also schon gegangen nur 15.000 Schubbachern. Also wenn man bedenkt, dass es wie in Hamburg 43 Förderprojekte, davon kann man rechnen, dass 20 davon aktiv sind. Die anderen haben ja einstellige Beträge als Guthabenchecks gesammelt, die sich also nur angesammelt haben, weil sie gedacht haben, da gibt es was kostenlos, aber selber eben nicht motiviert waren, das aktiv auch zu befreien. Dass man sagen kann, es verteilt sich, diese 15.000 verteilen sich auf 20 Vereine, das heißt, also diese Vereine haben in den 3 Jahren schon jeweils rund 1.000 Schubbachern bei 1.000 Euro bekommen. Und das ist also ganz grob gerundet. Ne? Das ist eigentlich schon was für so einen kleinen Kindergarten zum Beispiel oder sowas durchaus mehr als Finanzen. Also man braucht natürlich Leute, die das betreiben. Wir haben auch eine Buchhalterin, die einfach drinnen bleiben möchte und in dem Geschäft und einfach das gerne macht. Und die kommt einmal die Woche und ist aber dann auch zwischen 5 und 7 Stunden beschäftigt, einen Tag in der Woche, um diese ganze Abrechnungssache zu machen. Obwohl wir schon sehr viel an der Effizienz gearbeitet haben, das eigentlich gleich auch zum Schluss ein kleines bisschen dazu. Die aktuellen Zahlen sind also ungefähr tagesaktuell oder wöchentlich aktuell auf der Seite Schubbachern.info nachzulesen. Immer. Das ist ganz wichtig, wenn man sich mit Geld beschäftigt, muss man transparent sein. Es gibt also auch Regelgeldinitiativen, die nennen keine Namen, die auch nicht im Regelgeldverband sind und wo man also nicht erfährt, wie viele Unternehmen da überhaupt mitmachen, geschweige denn, wie groß die umlaufenden Mengen sind und so weiter. Und sowas kann nicht funktionieren, da bin ich überzeugt. Also das oberste Quote, das haben wir auch gemerkt, ist vielleicht eine der Lehren aus der Finanzkrise, dass Transparenz ist ganz, ganz wichtig ist. Und überall, wo keine Transparenz herrscht, geht es mit Sicherheit irgendwann was schief. Deswegen sind wir sehr hinterher, dass wir das ganz aktuell noch veröffentlichen. Ja, noch kurz zu unserem Verein. Also das hatte ich vorhin schon erzählt, dass wir so als Gesprächskreis vor Geld angefangen haben und dann irgendwann uns haben als e.V. eintragen lassen. Als e.V. kann man das so lange betreiben, jetzt aus finanzrechtlicher Sicht, bis man selber eine bestimmte Umsatzgrenze übersteigt oder Gewinngrenze. Und da liegen wir noch im Moment deutlich runter. Der Kindbauer hat aber das Problem schon, dass die drüber lagen in unserer Grenze. Deswegen mussten die dann den Löschenschaft gründen, weil es als eingetragener Verein nicht mehr gegangen wäre. Das sind, glaube ich, auch Hinweise damals bekommen. Wir haben es bekommen, dass es nicht mehr funktioniert. Ja, 2006 war eine Vereinsgründung, 2007 eingetragen, Vereinsregister. Und wir sind natürlich Mitglied des Regionalgeldverbandes des Bundesdeutschen, weil wir dort eben auch
auf den Hau zugreifen kann, was andere bereitstellen, dass du nicht das Fahrrad aber selber aufhängen musst. Ich zeige noch eine kleine Sache als Schluss. Wir sind ein Softwareunternehmen, also was ich leite, wo ich das Geld verdiene, weil Schubach hat auf jeden Fall kein Geld. Und da haben wir eine Software entwickelt, als Diplomarbeit von Studentinnen in unserer Hochschule, mit der sich sehr einfach dieses Gelände verwalten lässt, unsere Gelände. Das ist ja speziell zugeschnitten für Schubach, aber ich zeige es mal ein Beispiel. Wenn jetzt also nach einer Woche in Briefenschlag zurückkommt, mit rückgetauschten Schubachhammer von meinem Handy, interessiert natürlich, wie viele von den Schubachhammer sind die alt, weil ja dann zusätzlich zu den 5% noch die 2% pro Quartal abgezogen werden müssen. Und jedes Mal mit Gleichstellung, die ausrechnet, ist natürlich sehr umständlich. Deswegen haben wir so ein kleines Lesegerät geregelt. Dann muss ich erstmal meine Hände abnehmen. Ja, Moment, ich habe die jetzt zurückgebracht, die paar Schubachhammer, die hier vor mir liegen. Da steht meine Händlernummer drauf. Ich könnte die jetzt noch einlesen, aber ich gebe sie mal von Hand ein. So, da steht hinten der Name meiner Firma, Kontrolle. Und jetzt nehme ich praktisch einen Stapel Schubachhammer und tue den in das Lesegerät ein. Wahrscheinlich ist es nicht, das ist jetzt ein bisschen laut eingestellt. So, jetzt ist es in der Ecke von den Scheiben so ein kleiner Farbcode, den haben wir erfunden. Und der ermöglicht es mit einer ganz einfachen Mini-Kamera, die da drin ist im Lesegerät, die Scheine sozusagen selber automatisch zu erkennen. Ich nehme diesen Bauch weg. Da kommt sozusagen der Zeitschein. Also, so kann ich sehr schnell diese Scheine alle einlesen. Ich sehe sofort praktisch auch noch. Also, ein 10er und ein 30er von November 2009 hat auf der dabei und ein 1er von September 2009. Und dann mit einem 2% von der Verkaufsrechnung, also 2048, würde ich jetzt abgezogen bekommen von den 41 Schubachhammer, würde ich jetzt also 41 minus 248 würde ich noch diesen Krieg geben. Also, ne? Sowas vereinfacht natürlich die Abrechnungsgeschichte ungeheuer. Gerade wenn man, also zum Beispiel haben wir eine, die nennen es Schubachhammer-Senke dabei, das ist ein EDK, der regelmäßig, also im Monat ungefähr 5000 Schubachhammer zurückbringt. Das ist also eine Tüte, die ist so dick und so groß. Ne? Und wenn die alle zu zählen und zu sortieren nach den Ablaufdaten, da wäre man länger als die 7 Stunden beschäftigt. Das heißt, man muss sich sozusagen auch technische Hilfsmittel schaffen, das vernünftig abwickeln zu können. Also ich möchte jetzt nicht frustrieren, aber ich möchte davor warnen, sozusagen zu sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, machen was und auf einmal stellen wir fest, es wird angenommen, das Projekt, und dann haben sie ein juristisches Problem, dass sie es irgendwie handeln müssen. Ne? Also da sollte man jetzt auch sehr aufpassen, Erfolg kann auch ganz schön schwer sein. Ist das sicher? Wie finanziert sich dabei? Ein Anfang. Was ist gesichert? Ich meine, das ist jetzt Ihre Abrechnung, was Sie da machen, ist Sie dann auch gesichert, dass Sie irgendwelche Leute da rein können und da gucken können. Und also wir haben ein großes Tresor, wo die Unterlagen drin sind, ja, das, wenn Sie das meinen. Ja. Ja. Aber ja, ich meine, das Geld, die Euros, die hier auf Banken, ne? Da gehe ich mal im Moment auch davon aus, dass Sie noch sicher sind. Wir haben auch, wir diskutieren auch über Pläne in der Schublade. Was passiert, wenn das Vertrauen in den Euro schwindet, was sehr schnell passieren kann, was wir dann tun, weil wir im Moment ja 1:1 auf Gedeih und Verderb an den Euro getroffen sind. Wir werden sehen, wie schnell das geht und ob es kommt, aber es gibt da Ideen, was man da machen könnte. Ne? Also, aber gesichert ist das alles, denke ich, sehr gut. Es ist bis jetzt also noch nie vorgekommen, dass irgendwas noch schiefgelaufen ist, denn das geht ganz schnell, dass ein Händler anruft, ja, ich habe doch nicht 41, sondern 410 zurückgegeben oder so. Das würde also die Händler kontrollieren das schon auch sehr gut. Ja, Sie hatten gefragt, wie wir uns finanzieren. Ja, gute Frage, nächste Frage. Nein, das Konzept, wie ich es vorgestellt habe, ist ja an sich Lösung. Ne? Das heißt, man muss doch nirgends kein Geld einstecken, aber man muss viel Zeit und Arbeit einstecken. Weil abgesehen mal davon, diese Blätter durch den Fahrlaser vorzuschicken, um die Werbung der Händler aufzudrucken. Also das sponsert meine Firma, das ist auch im Selbstbereich, das ist also jetzt nichts Dramatisches. Ne? Und wir zahlen auch dieser Frau, die die Buchhaltung macht, eine kleine Aufwandsentschädigung. Das geht einfach durch Sponsoren dieser beiden Firmen, also meiner Firma und dieser Handelsteck, der dann den Filmbeitrag kam, der eben Solarzellen, die Photovoltaik, sondern die solarthermische Zellen herstellt und die im Moment relativ gut funktionieren, weil die Leute merken, dass Erdöl und Erdgas verteuert werden. Und wenn man sich davon einen Teil von der Sonne direkt füllen kann, dann ist das ja auch eine schöne Sache. Ne? Was baut der in der Zeit seine Angestellten eben auch diesen Lohn in Schubachhammer und von diesen 5%, die dort ja auch, das sind ja auch Schubachhammer, die gezahlt werden. Und die 5% davon, die dort als
Sponsoring-Summe anfallen, die bekommt der Schokotrauerverein. Und davon kann er diese Buchhaltung finanzieren. Also es sind keine großen Kosten. Wir haben ja einfach das Glück. Das ist, das ist immer geht auch 100% für sowas. Aber ich meine, man kann ja auch sicherlich dann ins Arbeitsamt in den Pult holen und dann sagen, ich brauche eine Stelle, die das dann verwalten, auch da gehen oder so. Ich würde sagen, es gibt solche Möglichkeiten. Wir hatten damals, es gibt ein Förderprogramm der EU, das heißt, da war ich gerade in der Sitzung mit dem Bürgermeister und da gab der was rum, das war also ein Zufall, und das hatte als Titel lokales Kapital für soziale Zwecke. So, und es bedeutet natürlich eigentlich was völlig anderes, aber ich habe natürlich sofort die Assoziation, dass es eigentlich genau Regel geht. Lokales Kapital für soziale Zwecke ist nichts anderes, was wir hier machen. Ich habe einfach einen Antrag gestellt. Ich wollte da mal, damit wir ein bisschen Startfinanzierung haben, erst groß erscheinen und sowas alles, wollten wir 2000 Euro haben. Und das haben wir abgelehnt, haben gesagt, dass unter 10.000 Euro geht uns gar nichts. Haben gedacht, okay, wenn es sein muss, beantragen wir mal 10.000 Euro. Und die haben wir sofort gekriegt. Das war ein nach 400, dass wir was finden müssen. Aber das dicke Ende kam dann hinterher. Die Abrechnung, die wir dann nach den 8 Monaten in das Förderprojekt lief, wir konnten also davon 2 Minijobs bezahlen, die erstmal uns geholfen haben, Akquise zu betreiben und all diese Dinge. Nach 8 Monaten mussten wir dann die Abrechnung machen und das war also ungelogen, könnt ihr euch angucken bei mir, so ein Ordner steht noch im Schrank. Ne? Und dann kam eine Prüfung, wo sie das genau jetzt Seite an Seite geguckt haben, das ist alles in Ordnung, war möchte ich nie wieder tun. Das heißt also, wenn man sich an Fördermittel bindet, die Lehre daraus. Ne? Erstens muss man, das war für uns auch klar, sich von vornherein klar sein, dass man das Projekt auch will, wenn es die Fördermittel nicht gibt. Das heißt, sich nicht abhängig macht davon. Und andererseits muss man wissen, dass man sich damit in der Möglichkeit umgibt. Ne? Die Willen muss man dann entscheiden. Also ich kann es nicht unbedingt weiterempfehlen. Das ist schon ein Kapitel. Auch Arbeitsamt wäre vielleicht eine Idee. Ja, nein, das ist ja jetzt spezielle Förderstellen da. Ja. Richtig alles geschrieben für Leute, die über 50 und so. Also das funktioniert doch ganz gut. Ich habe da Erfahrungen jetzt mit anderen Vereinen. Das funktioniert. Das ist natürlich auch immer wieder Papierkram. Ne? Da muss man eben jeden Monat Seite ausfüllen, was sie gemacht hat und warum sie es gemacht hat. Ja, aber sagen wir, das ist dann ein geringerer Fall, wenn man jemanden hat, der dann das vielleicht so machen kann. Das ist ja nicht schlecht. Ne? Kann ja dann selber sein, Bürgermeister. Ist ja auch ein Vorteil. Es ist nur eine Sache, die nicht so einfach, weil sie können sich in der Regel nicht aussuchen, wie sie da bekommen. Das ist richtig. Und sie können nicht irgendjemanden, den sie bekommen, vom Arbeitsamt durchschicken und akquirieren und jemanden, den sie anstellen können. Ja, aber wenn man dann zum Ende sucht. Man muss dann auch ein bisschen Geduld haben. Also und man kann ja auch bei dem Arbeitsamt, da haben wir die Erfahrung gemacht, man kann dann schon die Stelle genau beschreiben und sagen, was man will. Und wir haben zum Beispiel hoch Aussehen reingeschrieben. Und da kann ich keine Zahnlose oder 2 Wochen. Also das kann man schon machen. Da achten die dann drauf, weil wenn ich dann nach 15 Schreiben mache, also was die Person dann machen soll, dann kriegen sie alles. Ja. Ich will da jetzt nicht über die Arbeitslosen erzählen, aber es gibt tatsächlich schon welche, die kommen und dann hören sich das an. Und dann rufen sie hinein und sagen, ich habe doch keine Lust. Und die könnten arbeiten. Ja. Das ist, denke ich, eine andere Diskussion. Ja, aber das ist sauber. Das sind, da kann man schon genauer beschreiben. Das funktioniert schon. Man muss dann eben auch wirklich schon sagen, was man will. Wir haben in Fall auch einen Gewerbeverband und den haben wir auch. Da haben wir mal teilweise ins Boot holen können, weil Michael Leingeld ist eine ganz wichtige Geschichte. Also der Vorsitzende des Gewerbeverbandes steht hinter dem Projekt, ist auch selber mit seiner Firma mit dabei und so. Und auch ungefähr der halbe Gewerbeverband macht auch mit. Aber sie sind jetzt nicht die Zugpferde dabei. Das ist ein bisschen schade. Das würde ich mir eigentlich wünschen. Aber ansonsten, wenn ich mir diese Karte ansehe, aus dem Mittelzirkel, mal schnell, weil das sehr schön ist, eigentlich verdeutlicht, weil es vorhin kam, dass es am Land einfacher wäre. Und dem kann ich so nicht zustimmen eigentlich. Ich glaube, dass es in einer Stadt wie Altenburg von der Größe eigentlich optimal ist, sowas zu machen. Einfach aus folgendem Grunde. Wenn Sie eine Region haben, eine ländliche Region haben, dann haben Sie dort mal einen Bauernhof und 5 Kilometer weiter ein, und ein kleines Dorf mal, wo es vielleicht, wenn Sie Glück haben, einen Dorfladen gibt, wahrscheinlich wird es keinen mehr geben, von einmal nur ein Auto. Und jetzt dort praktisch so ein Geldfluss von Regionalen wirklich diese Geldscheine, ne? Von einem zum anderen zu tragen, sind in der Regel weite Wege. Ne? Während mittlerweile haben wir einen Marktplatz und 2 Einkaufsstraßen, die davon abgehen. Ne?
Und wenn Sie sich anschauen, die Punkte, das sind die Turbacher Akzeptanzstellen. Ne? Das sind also alleine in diesen zwei Straßen 35. So. Ne? Und das heißt, wenn jetzt also der Buchladen den Turbacher mal einnimmt, dann kann man hier einfach nur 5 Schritte in die Ecke gehen und sich mittags mit dem Zeug holen davon, bei den Turbacher. Ne? Und das halte ich für eine ganz wichtige Sache. Das ist also auch in Großstädten schwierig, ne? Dresden. Ne? Wenn Sie da 30 Akzeptanzstellen in Dresden haben, können Sie suchen, wie die Stecknadel im Hellraum. Mittlerweile haben wir eine Deckungsrate hier von 60% oder 70% bei den Läden, die es gibt in dieser Straße. Und das, deswegen glaube ich gerade, dass es in so einer kleinen Stadt eigentlich als Kristallisationspunkt, wo man anfängt, eigentlich wunderbar funktioniert. Wenn man eben die entscheidenden Leute mit dem Boot hat. Und die waren ja heute zum Teil auch hier, sodass ich da Ihnen durchaus Mut machen möchte, das zu probieren, aber eben auch sagen möchte, viele, das haben Sie ja gesehen, Sie brauchen auch wirklich Leute, die das dauerhaft und mit viel Engagement betreiben, denn es gibt bei der Bundesbank den Herrn Rössle, der ein großer Regelgeldkritiker eigentlich ist, aber sich andererseits auch sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Und ich stimme ihm in einer Sache voll zu, Regelgeld macht Arbeit. Es ist nicht so, dass man sozusagen wie eine große Bank sagt, wir geben Regelgeld raus und dann werden wir alle Millionäre dabei. Es ist also überhaupt nicht so. Ne? Also das war mein Leserbrief, als wir angefangen haben, eine Zeitung stand bei uns, wo jemand vorgeworfen hat, wir wollen uns mit dem Regelgeld bereichern. Wir haben dann eine sehr lustige Antwort darauf geschrieben, die man auch abgegeben wurde, natürlich als Entgegenkauf. Aber der Mann hatte nicht recht. So, ich höre jetzt auf. Und Sie können auch gerne wieder löschen.